So, hallo liebe Leute, hier beim ersten Mal zur Schilderdemo. Treffpunkt war am Hermann-Ehlers-Platz. Jetzt gehen die hier vor auf die Mittelinsel und ich stürze hinterher. Ja. Erstmal einen schönen guten Abend und viel Spaß beim Zuschauen.
Ich muss erst mal gucken, wo die jetzt hin sind. Ja, Mittelinsel. Ach, da hinten. Ah, da vorne. Da vorne sind sie schon. Die waren ja schnell. Ist nur gut, dass kein Schatten da, keine Sonne da ist. Das ist nämlich gut. Waren aber vor mehr Leute, aber das macht jetzt erstmal gar nichts. Naja, nee. Moment. So, also ein bisschen Geduld noch bitte. Und vielen Dank fürs Zuschalten. Und fürs Dranbleiben denn nur noch. So, also hier stehen sie dann auf der Mittelinsel. Ja, versteht sich dann auch, dass sie sich am Hermann-Ehlers-Platz treffen. Weil hier auf der Mittelinsel kann man sich nicht treffen. Das wäre ein bisschen doof. So, jetzt ist Barbara leider nicht da. Und ich habe mich hier mit ihrem Hocker abgeschleppt. Ich weiß gar nicht, wo ich den jetzt hin tun soll. Finde ich auch nicht so prickelnd, denn die Schilderdemo. Naja, dann, ja, dann müssen Sie da fragen, ich filme hier. Müssen Sie da fragen, ist jeden Dienstag. Nee, warum? Spiegel gucken, das ist dann vorher wohl besser. Das sind leider die Leute, die noch schlafen hier, die mächtig schlafen hier, die wissen überhaupt nicht, und was für eine Gefahr wir stehen überhaupt. Die denken einfach, alles ist gut und alles wird dann vielleicht, vielleicht wird es dann auch mal besser. So, da stehen die starken Mitstreiter hier. Dann wird es dann auch losgehen. Ja, ich film mal hier durch. Ein Stück hier so. So. Mal gespannt. Also mir kam das vor und mehr Leute vor am Hermann-Ehlers-Platz. Aber Mittelinsel finde ich gar nicht mal schlecht.
sehr gut, sehr gut. Dann werde ich die ganze Strecke laufen müssen hier. Die haben sich hier alle ein bisschen verteilt. Und dann werde ich das sehen. Aber Barbara ist nicht da. So, hier, von da bis ein bisschen kärglich, aber es kann ja noch werden. Hallo. Ich würde gerne Bilder machen, aber das mache ich bitte auf dem Gehweg. Die Qualität ja, ist alles machbar. Auf der Fahrbahn sind sie. Auf der Fahrbahn sind ja, ich gehe darüber. Das ist okay. Ich gehe darüber. Ich bin auch ein Genesen, dass ich mich noch einmal impfen soll. Also meint er wohl eher, dass ich geimpft. Alles, was man an der Goldgrube zu weiß, wer ein Wohlwort ist. Entschuldigung, erstmal. An der Adresse residiert übrigens das deutsche Biotech-Unternehmen BioNTech, was heute einen Börsenwert von mehr als 109 Milliarden Euro hat und damit genauso wertvoll sein soll wie der Chemiegigant Bayer und der Automobilriese Daimler zusammen. BioNTech-Gründer Ugo Sahin und die beiden Brüder Andreas und Thomas Strüngmann haben es mit ihrem Anteil am Unternehmen binnen nur eines Jahres in die Liga der Aldi-Erben, Lidl- und Kaufland-Inhaber Dieter Schwarz und der BMW-Erben Klatten und Quandt geschafft. Der Umsatz von BioNTech lag im zweiten Quartal 2021 bei sagenhaften 5,3 Milliarden Euro und der Gewinn im Quartal bei noch sagenhafteren 2,8 Milliarden Euro. Das ist eine Gewinnmarge von mehr als 52,83%. Aber wie kann ein kleines bisschen nahezu erfolglos und das liegt wiederum an der Politik und ihrer Strategie, die da heißt, Sie wissen schon, Markus Söder mitmutig und anprangernd von, Zitat, Beispielsweise für den noch Impfunwilligen spricht, für den Zeitraum Dezember 2021 bis ins Jahr 2023 sage und schreibe 1,8 Milliarden Impfdosen bei BioNTech bestellt. Nun, in der EU leben aber gerade mal 447 Millionen Menschen. Ergo plant die EU noch weitere 4 kleine Piekse für alle EU-Bürger bis 2023. Und dann gibt es noch die Politiker, die auf der einen Seite Menschen mit Grundrechtsentzug bedrohen und belegen und auf der anderen Seite solche Verträge mit BioNTech abschließen. Zitat aus den inzwischen geleakten Vertragsunterlagen zwischen der EU und BioNTech. Der Käufer, Anmerkung des Kommentators, der Käufer ist die EU, erkennt an, dass die langfristigen Wirkungen und die Wirksamkeit des Impfstoffes derzeit nicht bekannt sind und dass der Impfstoff unerwünschte Wirkungen haben kann, die derzeit nicht bekannt sind. Der Käufer erklärt sich hiermit bereit, Pfizer, BioNTech und deren verbundenen Unternehmen vor und gegen alle Klagen, Ansprüche, Forderungen, Verluste, Schäden, Verbindlichkeiten, Abfindungen, Strafen, Bußgelder, Kosten und Ausgaben freizustellen, zu verteidigen, um schadlos zu halten. Zwei Zahlen habe ich noch für Sie, zum Nachdenken sozusagen. Im Jahr 2020, als BioNTech noch keinen einzigen Euro verdient hatte, hat die deutsche Bundesregierung dem Unternehmen einen nicht rückzahlungspflichtigen Zuschuss aus dem Steuersäckel in Höhe von 375 Millionen Euro gewährt. Aber es gibt keinerlei Vereinbarung, dass der Steuerzahler eine Beteiligung am zukünftigen Gewinnen von BioNTech hat. Im selben Jahr, also 2020, hat sich BioNTech-Chef und Gründer Ugo Sahin von diesen 375 Millionen Zuschuss ein Jahresgehalt von 16 Millionen Euro gezahlt. Also, man kann es nicht glauben. Ihre Gesundheit, bewerten Sie das. Man kann es nicht glauben. Warum müssen eigentlich Kinder, die in der Schule ständig getestet werden, dort immer noch mit Mundschutz und Abstand rumlaufen? Und warum handeln wir uns von Lockdown zu Lockdown, müssen unsere Geschäfte andauernd wieder schließen und wissen bald nicht mehr, wie wir unsere Familien überhaupt noch ernähren sollen, während sich Politiker mit Provisionen
und nicht angemeldeten Nebeneinkünften weiterhin die Taschen voll machen? Und warum sollen wir uns eigentlich mit einem Impfstoff spritzen lassen, von dem eigentlich keiner weiß, was er bewirkt, wie er wirkt oder ob er überhaupt irgendwas bewirkt, der überhaupt noch nicht eindeutig zugelassen ist, nur mit einer Notfallzulassung? Warum sollen wir uns damit vollspritzen lassen, von dem wir aber mittlerweile wissen, dass er haufenweise Nebenwirkungen verursacht hat? Ich will das nicht mehr. Ich mache da nicht mit. Warum Kinder haben das Recht auf freies Atmen? Warum erlaubt ihr uns, dass man sie umsetzt? Kinder und Jugendliche müssen seit Corona stark und wieder mit Angststörungen und Spandau, welche berichtet haben. Ja, das ist danach und egal. Hast du die unterkriegen? Ja! Der war doch für uns. Ja. Ich meine. Ich habe eine psychische Erkrankung und man zwingt mich halt. Man zwingt mich, indem dass man mir Repressalien setzt, dass ich da. Ich bin da anders. Ich habe alle drei Briefe ignoriert. Ich lasse mich nicht zwingen. Ich lasse zu, dass eure Kinder trotzdem unter den Maßnahmen leiden. Aber du hast jetzt meins nicht aufgenommen. Ja, ein Stück sind sie im Bild gerade. Hallo Jolanda Appeldorn, Grüße nach Holland, danke fürs Zuschalten. So, also die Leute stehen hier auf der anderen Straßenseite, die anderen stehen hier in der Mittelinsel, hier an Vatteil, Moment. Trauer auszudrücken über das, was wir in den letzten 2 Jahren verloren haben, wovon wir glaubten, es sei selbstverständlich,
und es betrifft uns alle. Wir sind traurig, dass die Kinder ihre Unbeschwertheit verloren haben. Wir trauern um die Aufgeschlossenheit unserer Kinder. Wir sind traurig, dass wir das Lächeln der Kinder nicht mehr sehen konnten. Wir trauern um das leichte und freie Lernen der Kinder. Wir sind traurig über die verzögerte Entwicklung der Kinder. Wir trauern um die Kinder, die in den Lockdowns vermehrt physische und psychische Gewalt erfahren haben. Wir sind traurig über die Kinder, die psychische Störungen entwickelt haben, wie Magersucht, Selbstverletzung, Vertrauensverlust, Suizide. Wir trauern bei unserer Jugend um die verpassten realen Momente des gemeinsamen Erlebens miteinander. Wir sind traurig über den verlorenen Klassenzusammenhalt. Wir sind traurig, dass Lehrer ihre Macht zum Schaden der Kinder missbraucht haben. Alles Gute, ja. In der Schule so sehr alles Gute. Wir betrauern sämtliche abgesagte, wichtige gemeinschaftsbildende Veranstaltungen, die Abschluss. Ah, hallo, einfach fragen, juhu. Danke fürs Zuschalten. Angebote wie Schwimmunterricht, Musikveranstaltungen und andere kreative Aktivitäten verboten wurden. Ja, das ist die. Wir sind traurig, dass man den Kindern. Die Veranstaltung ist als Musik und Menschen mit. Maskenzwang statt. Menschen mit Schildern ist die eingetragen. Also hier Steglitz. Hier auf der Straßenseite, also auf der Straße, hier auf der Straßenseite und dann hier auf der Mittelinsel stehen sie hier verteilt. Und die allgemeine Impfpflicht ab 18 soll weltweit durchgesetzt werden, soweit eine Zweidrittelmehrheit der UN-Generalversammlung erreicht. Also zieht sich auf die ganze Mittelinsel hier. Wir trauern vielen psychisch Kranken. Sie sind traurig über die Isolation der Kranken. Ja. Ihre Trauer ist die Schilderdemo. Jeden Dienstag eingetragen ist er als Menschen mit Schildern. Auffordern und viele davon Gebrauch machen. Wir betrauern die verlorene Menschlichkeit. Wir trauern den Verlust der Sensibilisierung echter Gefahr. Wir trauern, dass Ärzte nicht länger für das Wohl ihrer Patienten entscheiden, sondern den finanziellen Anreizen von Big Pharma verfallen. Wir trauern über den Verlust eines gut überwachten Lebens. Wir trauern über den Verlust unseres freien Lebens wegen eines Virus. Wir betrauern den Verlust eines Lebens ohne Impfung. Wir sind wütend, dass man unser natürliches Immunsystem durch eine genveränderte Injektion manipuliert. Wir sind traurig, dass Politiker die Schicksal der Impfschäden verheimlichen und verharmen. Wir sind traurig über den Verlust eines Lebens, die Bewertung nicht erlauben. Sie lehnen erzwungenes Ausweisen, Schutzhaft, Tuberkulose, Bescheinigung einer Maskenbefreiung, Zucker-App, Corona-Warn-App und ähnliches ab. Wir trauern um den Verlust ehrlicher Worte und verlässlichen Handels unserer Politiker. Wir verurteilen gleichzeitig sämtliche Kritik und die damit verbundenen Manipulationen. Wir leben in der Verfassung einer totalen digitalen Identität. Wir trauern den Verlust der Werte und Kultur unseres Landes. Wir trauern. Stimmt, das System ist gefährlicher als Corona. Als Corinna. Corinna dreht am Rad hier. Neutralität. Objektivität. Oh Gott. Gibt schon wieder die Urheberrechtsbeschwerde hier. Menschlichkeit. Gefühle. Hilfsbereitschaft. Ehrlichkeit.
Achtsamkeit so vielen Menschen kommt auf. Genug ist genug. Die akademischen Diskussionen in der Mitte, wissenschaftliche Totalitarismus verwendet. Das bedeutet nichts anderes, sondern dass das Überwachungssystem bereits aufgebaut ist. Danke einfach, Frank. So, leider kann ich nicht auf die Straße, da kann ich leider nicht langlaufen. Der hat mich gerade noch vorhin schon ermahnt. Achtung, Achtung! Corona-Impfstoffe sind nicht sicher. Die unbekannten Nebenwirkungen und Langzeitschäden können zum Tod führen. Bei den Corona-Impfstoffen handelt es sich um experimentelle mRNA-Stoffe aus dem Bereich manipulierter Gentechnik. Viele Ärzte und Wissenschaftler warnen, dass Kinder und ältere Menschen mit Vorerkrankungen ganz besonders gefährdet sein können. Die erschreckend täglich steigende Anzahl von verstorbenen Menschen in Altersheimen, die kurz zuvor geimpft wurden, beweist das. Die durch die Medien als Wunderheilmittel so angepriesenen Impfstoffe sind trotz 20-jähriger Forschung noch nie für den Menschen zugelassen worden und sollen jetzt, nach einer Entwicklungszeit von nur wenigen Monaten, allen Menschen gleich mehrfach verabreicht werden. Die Testphase für ein neues Medikament, die normalerweise viele Jahre und unzählige Studien andauert, ist viel zu kurz, um auch nur annähernd mögliche Nebenwirkungen und Langzeitschäden für den Menschen abschätzen zu können. Daher schließen die herstellenden Pharmakonzerne jegliche Haftung aus, weil sie die zu erwartenden Schadenersatzklagen von Impfopfern und Langzeitpatienten fürchten. Wer sich impfen lässt, unterschreibt einen Haftungsausschluss und bringt somit allein die Verantwortung und das finanzielle Risiko einer medizinischen Behandlung. Setzen Sie sich nicht dieser unnötigen Gefahr aus, weil korrupte Politiker und gesteuerte Medien mit ihrer dauerhaften Angst- und Panikhysterie Sie dazu drängen wollen. Wer sich für eine freie Impfentscheidung ohne gesellschaftliche, finanzielle oder berufliche Nachteile sind, informieren Sie sich alternativ zum Beispiel unter www.corona-ausschuss.de. Sie werden überrascht sein, was Ihnen unsere Politiker und die GZ-Medien verheimlichen und warum. Frau Merkels Erpressung vom 2. Februar in der ARD, nur den Menschen ihre Grundrechte zurückzugeben, die sich freiwillig impfen lassen, weil sie nur undemokratisch sind. Sie erspricht dem Grundgesetz Artikel 2 Absatz 2, die Unversehrtheit des eigenen Körpers, und stellt dazu noch eine gefährliche Körperverletzung dar, mit hohem Risiko für Leib und Leben. Corona ist nur ein kleiner, wenig gefährlicher Anteil der ganz normalen Winter-Erkältungsgrippe, die wir in Deutschland schon immer hatten, was auch die Statistik des RKI bestätigt. Sie wird aber gezielt benutzt, um die Bevölkerung in Angst und Schrecken zu halten. Bis die umfangreichen politischen und wirtschaftlichen Ziele der Großkonzerne durch die Regierung erzwungen sind, wird auch die Gehorsamssymbolik der Maskenpflicht sein und der Mittelstand ruiniert sein. Wem nutzt das? Wer profitiert davon? Macht endlich auf, liebe Mitmenschen. Denkt nach, schaltet den Fernseher aus und geht auf die Straße. Unsere Demokratie ist die Gefahr. Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe sind abgeschlossen. Wir werden Ende 2022 und 2023 abgeschlossen. Zunächst klingt jeder Mensch, der nach einer Impfstoffe sein. Fakt. Also die Masken jetzt geimpft werden, zunächst klingt jeder Mensch, der nach einer Studien zur Sicherheit und Wirksamkeit dieser Impfstoffe sind abgeschlossen. Wir werden Ende 2022 bzw. 2023 abgeschlossen. Somit klingt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil. Das ist Fakt. Also die Masken, die jetzt geimpft werden, sind Versuchskaninchen. Somit klingt jeder Mensch, der sich impfen lässt, an einer klinischen Studie teil. Das ist Fakt. Also die Masken, die jetzt geimpft werden, sind Versuchskaninchen. Die Masken, die jetzt geimpft werden, sind Versuchskaninchen. Das ist ganz wichtig. So sieht es aus. So sieht es aus. Kampagne und Bewerbung, aber diese Fakten, die vorhanden sind, die da sind, die man nicht verwenden kann, sind ganz wichtig und die Leute werden nicht informiert.
Ganz wichtig auch, keine Studie zu überdrehten Wirkungen mit anderen Medikamenten. Es gibt keine Studie zu krankheitlichen Potenzialen, zu Genotoxizität und vor allem, nachdem man das Ganze ja nur in 11 Monaten entwickelt und zugelassen hat, es gibt keine Studien über Erfahrungen zu den Langzeitern. Nach Baden-Württemberg. Danke fürs Zuschalten. Das menschliche Immunsystem braucht Kontakt. Warum haltet ihr Abstand? Kinder brauchen Bewegung. Warum sperrt ihr sie ein? Eine Krankheit, die man testen muss, um zu bemerken, dass man sie hat, ist keine gefährliche Krankheit. Warum habt ihr Angst? Politiker werden seit jeher von der Wirtschaftslobby gesteuert. Warum vertraut ihr ihnen immer noch? Alte Menschen brauchen Nähe. Warum? Das Gesundheitssystem war nicht überlastet. Warum sind wir die Maßnahmen? Die Grippe ist plötzlich verschwunden, statt das Virus des Corona. Man stellt hier nicht die Frage. Wenn die Regierung an unserer Gesundheit interessiert ist, warum spricht dann keiner über die Stärkung unseres Immunsystems? Der Impfstoff verhindert keine weitere Ansteckung. Warum sollen wir uns dann impfen lassen? Zigtausende Menschen sterben durch die Maßnahmen. Warum spricht niemand darüber? Naja, was heißt gut? Kritiker der Regierung werden... Ich meine jetzt nicht, dass sie so Klatsch da bringen. Ist das noch Meinungsfreiheit? Nee, davon bin ich nicht. Gut, okay. Robert Kennedy Jr. hat... Nee, der wird ja immer umgedreht. Ja, ja, weiß ich. 20 in Berlin. Das finde ich gut, was ihr macht. Deswegen streamen wir ja auch. Deswegen machen wir das ja auch. Das ist gut. Es ist ich bin immer neugierig. Ich bin warum spricht man dann trotzdem von einer Pandemie? Mann, hoffentlich passiert dabei. Wenn die Pandemie so schlimm ist, warum wurden dann letztes Jahr 20 Krankenhäuser in Deutschland geschlossen? Ja, super, das habe ich gefunden. Ich kreise die ganze Zeit auf den Kopf. Ja. Warte mal, ich mach das mal so, Moment. So, jetzt sagst du erstmal den Zuschauern schön Hallo. Hallo. Und sag, dass sie herkommen sollen. Ja, so kommt mal alle her. Das ist das, da brauchen wir nicht sitzen. Dankeschön. Na ja. Kannst du beim nächsten Mal verwenden. Was kriegst du denn jetzt dafür? Nee, ach, gar nichts. Doch, ist doch nein. Umsonst möchte ich ihn ja nicht. Ja, spenden. Doch, ist umsonst. Ja, nee, brauchst du nicht. Warum vertrauen wir nur auf regierungstreue Wissenschaftler? Alle anderen. So, also die Polizei war da, die hat gleich gesagt. Warum vertrauen wir nur auf ich soll nicht auf die Straße hier gehen. Also, dann sollst du? Nicht auf die Straße gehen. Na, das ist ja klar. Ja. Dachte ich ja auch, aber... Aber ich finde gut, dass sie hier an der Spalier so stehen. Das finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, wenn jetzt etwas... Darfst du dich bewegen?
Ja. Ja, mach, da ja, mach. Wahrscheinlich auch ein bisschen kannst dich gleich mal hin, kannst dich gleich hinsetzen. Ja. Barbara. Der vom Weltwirtschaftsforum geplante Great Reset wird unsere gesamte Lebensweise ändern. Die Inflation ist auf dem Vormarsch. Wehrt euch, demonstriert mit uns. Wir haben sie nicht mal jetzt mal genug gefilmt, sie filmen mich die ganze Zeit, seit 10 Jahren. Ich filme den live, ich filme die Veranstaltung. Ja, ja. Generell. Ja. Livestream. Und für wen bitte, wenn ich fragen darf? Facebook, D-Live, YouTube, was noch? VK, also alles. Von welcher Organisation sind Sie? Livestreamer, Internet. Ach so, Sie machen das selber, ja. Okay, aber. Bitte schneiden Sie ein bisschen was raus, weil ich habe keine Lust, da 10 Minuten auf dem Film zu sein, ja? Nee, sind Sie ja auch nicht. Weil Sie halten doch das Ding die ganze Zeit da. Naja, von Weitem, hallo? Was alles? Also, natürlich. Das ist eine öffentliche Veranstaltung, da darf gefilmt werden. Kriegst du das hier hinten bei mir? Irgendwie, guck mal, machst du einfach bloß eine kurze Schleife oder was? Hier, guck mal, ich habe das hier vorne. Ja, halt, halt, das fällt mal fest. Wo denn, wo denn? Ach, und wo soll ich die Schleife machen? Ach, hier oder hier? Ja, das... guck mal, kriegst du das hier rein? Hier, guck mal, das ist noch. Ach Gott, hier! Mal geimpft und hat sich ein bisschen beschwert, kann man sagen. Nicht aber an der Impfung. Glaubt ihr?